Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Wir hatten gestern noch mal eine Heilarbeit. Nur für Mutter Erde. Engel Michael war, glaube ich, der Initiator. Nein, Entschuldigung. Engel Gabriel. Aber jetzt habe ich Michael gesagt. Dann war es wohl so, dass Michael der Initiator war und Engel Gabriel hat uns geholfen. Sie haben uns ein schwarzes Loch gezeigt. Das habe ich schon mal gesehen. Entschuldigt, dass ich jetzt so wirke, als wenn ich es. Jemand, der gestern bei dem Heilprozess dabei war, hat gerade durch mich gesprochen und ich habe seine Gefühle gespürt. Da war viel Dankbarkeit da. Und viel Schmerz, was gestern gehen konnte. Das war sehr intensiv. Und das schwingt immer noch. Das geht gerade raus. Das passiert in uns, in der Welt. Es tut mir leid, aber das passiert. Ich spüre das immer noch. Friederike, die bei diesen Prozessen oft dabei ist, sieht, wir haben gestern gesehen, wie der Erd das Herz eingesetzt wurde, wiederbelebt. Das Herz steht aber auch dafür, dass die Menschen wieder sich mit der Erde verbinden können. Wir gehören zusammen. Wir sind alles Lebewesen. Da gibt es keine Trennung. Die Erde wurde zu etwas gemacht, was sie nicht ist. Und das wurde ihr gestern genommen. Und das Herz wieder eingesetzt. Ich habe ebenfalls gesehen, dass aus diesem Loch ein Büffel kam, weil ich das dringende Bedürfnis hatte, während dieser, in diesem schweren Heilprozess, der sehr schwer ging. Wir wussten erst nicht wirklich. Warum wurden wir da hingeführt? Friederike war sehr hartnäckig, weil sie immer, weiß ich was, gespürt hat. Hat gesagt, der Prozess von gestern ist noch nicht vorbei. Gesagt, okay, ja, nicht, sobald ich von meiner Arbeit komme, abends telefoniere ich mit dir. Und das fühlte sich erst schwer an. Und dann wurden wir geführt und sind auf einmal, da muss ich hier an der Stelle Ines danken, in die Leichtigkeit gekommen. Wir haben gelacht. Während einem schweren Heilprozess haben wir gelacht, weil wir so ein Gespräch hatten. Und nachdem wir in diesen Heilprozess die Leichtigkeit reingebracht, dann floss es. Ich danke dafür. Und die geistige Welt. Und derjenige eben, der bei mir war, der auch beim Heilprozess dabei war. Ist ein Begleiter, der mich schon seit einigen Jahren begleitet. Es ist ein großer Mensch gewesen. Ja, ist auch egal. Ich wünsche euch fast eine schöne Zeit.